Die immer komplexer werdenden Herausforderungen unserer Erde können nur mit der Betrachtung aller Systemkomponenten nachhaltig gelöst werden. Die Geografie wird dabei als Schnittstelle zwischen diesen Komponenten. Das Institut für Geografie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen vereint Menschen, die entlang dieser Schnittstellen forschen, lehren und lernen wollen. Mit unseren 8 Teilbereichen lassen sich im Studium unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ganz individuell nach den persönlichen Interessen und in familiärer Atmosphäre. Dies gelingt schon seit über 10 Jahren mit dem flexiblen Gießener Projektstudium. In der Professur für Klimatologie, Klimadynamik und Klimawandel studieren wir die regionalen bis kontinentalen Klimaschwankungen, unter anderem in Europa, im Mittelmeerraum sowie in weiteren Regionen. Mithilfe von statistischen Methoden und Klimamodellen können wir das Klima simulieren und analysieren. Die Schwerpunkte unserer Forschungsgruppe sind Extremereignisse, Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Landwirtschaft sowie die Rekonstruktion des Klimas der vergangenen Jahre anhand von Proxydaten. An der Professur für Stadtgeografie und Raumplanung untersuchen wir die Herausforderungen der zukünftigen Stadtentwicklung. Dabei befassen wir uns insbesondere mit aktuellen Themen wie der Wohnungsknappheit, dem Klimawandel oder der Verkehrswende. Außerdem entwickeln und diskutieren wir kreative Lösungsmöglichkeiten. An konkreten Untersuchungsräumen werden die erlernten Methoden angewandt und gefestigt. Hier an der Professur für Wirtschaftsgeografie in Gießen legt der Fokus auf der Untersuchung von räumlichen und wirtschaftlichen Strukturen. Für uns ist dabei besonders wichtig, dass wir aktuelle und praxisrelevante Inhalte in den Mittelpunkt stellen, wie beispielsweise das Thema Mobilität oder auch unternehmerische Standortwahlprozesse. Ob hier in Gießen, der EU oder in China, die Themen können wir uns dabei selber aussuchen. So können wir auch Antworten auf aktuelle Fragestellungen finden. An der Professur für physische Geografie beschäftigen wir uns mit den Formen und Prozessen unserer Erdoberfläche. Mithilfe von Gelände- und Laborarbeiten, modernsten Ansätzen der Lumineszenzdatierung und computergestützten Modellberechnungen beleuchten wir die Entwicklungsgeschichte unserer Landschaften und leiten Szenarien für zukünftige Umweltveränderungen ab. Der Bereich Anthropogeografie und geografische Entwicklungsforschung beschäftigt sich mit Thematiken der Weltbevölkerungsentwicklung, Flucht und Migration sowie Environmental Peacebuilding. Dazu kommen Friedens- und Konfliktforschung, Nachhaltigkeit, Globalisierung und Geotourismus. Die räumlichen Schwerpunkte liegen neben den Geoparks Westerwald und Vogelsberg in der MENA-Region, dem Kaukasus sowie dem subsaharischen Afrika. Wie kann der Geografieunterricht der zunehmenden Komplexität globaler Sachlagen wie zum Beispiel den Klimawandel angemessen begegnen? Das ist die zentrale Fragestellung, die sich die Didaktik der Geografie stellt. Dabei reicht das Spektrum von der Förderung und Diagnostik von Kompetenzen bis hin zum Umgang mit ethischen Fragestellungen. Die Studierenden erlernen dabei in der Fachdidaktik die Grundlagen der Unterrichtsplanung. Somit findet in der Geografiedidaktik die erste Phase der Lehrerinnenausbildung im Fach Geografie statt. Geografie studieren in Gießen. Vergangenheit verstehen, Gegenwart gestalten, Zukunft leben. Die Welt erfahren und Zusammenhänge erkennen. Ob draußen auf spannenden Exkursionen oder im Hörsaal vor Ort. Immer eine gute Wahl.